Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Im letzten Part haben wir uns bei all den neu aufgetauchten Missionen richtig, richtig fleißig geupgradet und auch ein bisschen trainiert. Und heute wird es damit noch weitergehen. Wir haben vor allem beim letzten Mal ja eine Mission gespielt, wo wir gleich drei Leunen besiegen konnten. Und durch diese drei Leunen habe ich jetzt halt Leunen-Urkunden erhalten. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel diese Mission hier machen, wo ich stärkere Waffen durch Rostentfernung bekomme. Rostentfernung in freier Wildbahn. Um die Technik zur Rostentfernung weiter zu verbessern, möchte die Schmiedegilde Face Octorox aus der Nähe beobachten. Finde Materialien, mit denen man es länger in der Hitze haushält. Und dafür braucht man Leunen-Urkunden. Macht natürlich Sinn. Hervorragend. Hervorragend. Nachdem ihre Materialsammlung komplett war, teilten sich die Schmiede auf und studierten Face Octorox am Todesberg und in der Gerudo-Büste. Je nach Ort unterschieden sich ihre Ergebnisse. Alles klar. So, genau, Rezepte würde ich auch noch ganz gerne machen. Ja gut, das sehe ich ja gleich hier. Das eine da, genau. Obsttorte. Nachmittagssnack auf Schloss Hyrule. Ein Bediensteter der Königsfamilie von Hyrule möchte einen Imbiss für Zelda kreieren, der einer Prinzessin würdig ist. Sammle die nötigen Zutaten für süßes Gebäck. Da-dum. Ein großer Erfolg. Der Bedienstete war überglücklich, deine Vorräte zu erhalten, da ihm gerade der Zucker ausgegangen war. Als Dankeschön erhältst du das Rezept für Zeldas Lieblingsobsttorte. Da-da-dum. Noch mehr Beutequote für seltene Materialien, nice. Sehr gut. So, und wo ist noch ein Rezept? Hier noch, genau, ja. Jetzt warte mal kurz, habe ich dann, ist es das letzte Rezept, was mir noch fehlt? Vielleicht, dann kann ich vielleicht das hier machen. Das Ober-Ultra-Rezept. So, Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch. Eine Reisende mag keine Grillfleisch mehr. Fleisch schmeckt ihr, doch sie mag nicht immer das gleiche essen. Wenn sie nur Gewürze für etwas Abwechslung hätte. Da kann ich helfen. Hey, gute Arbeit! Yay, die Reisende fügte dem Fleisch Steinsalz hinzu und freute sich darüber, dass es den Geschmack des Fleisches voll entfaltete. Sie war dir so dankbar, dass sie dir das Rezept überließ. Und noch mehr Schaben. Nice. Und? Ja, kann ich. Sehr gut. Und zwar Zeremonienplatte. Das verlorene Rezept. Ich weiß gar nicht, was das kann. Gab es das in Breath of the Wild auch? Im Kampf gegen die Verheerung ging ein Rezept zum Anlass der Ernennung der Recken verloren. Lerne so viele Rezepte wie möglich, um das verlorene, legendäre Rezept wiederzuentdecken. Ja? Du hast es geschafft! Das ultimative Rezept, serviert anlässlich der Ernennung der Recken, es wurde wiederentdeckt. Dieses dekadente Gericht mit einer Vielzahl leckerer Zutaten erfreut jeden Bewohner Hyrules. Okay, was kann das jetzt? Herzen plus 5. Ernsthaft? Das ist komplett useless. Einfach. Das bringt überhaupt nichts. Ohne Witz. Ein Gericht, welches bei der Ernennungszeremonie der Champions gereicht wird. Jeder mag es, dank der vielen verschiedenen Zutaten. Das war das geheime Rezept. Okay, aber es ist was Neues aufgetaucht. Nochmal mehr Rabatt. Ja, das ist besser, ehrlich gesagt. Hier dieses plus 5, das bringt überhaupt nichts. Auf sehr schwer zumindest. Weil ich eh bei dem Treffer halt 20 Herzen verliere, gefühlt. Nicht ganz vielleicht. Aber ich halte halt vielleicht einen Treffer mehr aus. Während der ganzen Schlacht. Einen einzigen Treffer halte ich mehr aus. Und wenn ich ein Level-Up kriege, dann halte ich wiederum einen Treffer mehr aus. Ja, das stimmt. Aber Level-Ups kriegt man jetzt nicht so mega oft, dass man sich darauf verlassen kann. Und einen Treffer mehr aushalten ist jetzt auch nicht so die Welt. Also ich finde, das ist... Naja... Auf jeden Fall das hier noch, die Zusammenkunft der Händler. Bald werden Händler aus ganz Hyrule zusammenkommen und eine Zusammenkunft abhalten. Der Ausrichter ist von den Vorbereitungen überwältigt und benötigt Hilfe bei der Essenszubereitung. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Toll. Gut gemacht. Da habe ich mir mehr erwartet von dem ultra-obergeheimen Rezept. Naja. Während sie sich am guten Essen erfreuten, führten die Händler wichtige Diskussionen. Die Warenlieferung in Hyrule wird verbessert und das Einkaufen in jeder Region erleichtert. Gut. So. Genau, dann will ich wieder noch eine Upgrade-Mission für einen Charakter machen und dann wieder diesen Charakter austesten in einer Mission, um wieder zu gucken, was sich jetzt da verbessert hat. Ich glaube, Maronus zum Beispiel hat, genau, bei ihm kann ich das machen, ein richtig großes Monster. Ein Krog will ein unglaublich großes Monster, so groß wie der Dekobaum, gesehen haben, doch er ist bedrückt, da ihm niemand glaubt. Bringe einen Beweis, dass es das Monster wirklich gibt. Moldora hat er gesehen. Yeah! Die Materialien beweisen, dass es das große Monster gibt und jeder glaubt dem Krog nun. Er bittet dich darum, noch einmal mit dir zu spielen, während der Dekobaum still über euch wacht. Mehr Krogs erscheinen! Noch mehr Chaos! Okay, dann mache ich gleich mal mit Maronus eine Mission. Und zwar, ich will jetzt noch ein paar von den einfacheren hier von 41 bis 50 abklappern, damit wir auch mal die alle haben. Nur hier oben habe ich halt immer nur bestimmte Kämpfer. Deswegen hier kann ich frühestens selber auswählen. Bei Schütze die Quelle des Mutes. Machen wir das mal. Oder will ich sogar noch mal einen anderen Charakter auch gleich upgraden? Ne, ich nehme jetzt einfach irgendwen. Ist wurscht.
keine Ahnung, Sidon? Der Prinz der Zoras! Die Zoras! Für Sidon habe ich nämlich aktuell auch noch nicht seine Charakter-Upgrade-Mission, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, für keinen von den Vieren aus der Zukunft bisher. Keine Ahnung, ob die das überhaupt haben, ich denke schon, oder was ich dafür tun muss. Aber deswegen, die kann ich jetzt ein bisschen häufiger vielleicht noch mitnehmen, weil die haben die sowieso noch nicht. Und wenn ich sie dann mal habe, dann werde ich sie auf jeden Fall wieder zeigen, aber wie gesagt, habe ich eben noch nicht. Auf jeden Fall fangen wir an. So, dann will ich mal kurz gucken. Jahaha! Yay! Geht noch mehr? Ne, jetzt verschwinden schon wieder andere. Okay, das ist das Maximum, was ich haben kann. Also ich weiß gar nicht, ob die Charakteraktion... Warte mal. Ob das bedeutet, mehr Crocs erscheinen. Ob das bedeutet, dass die Maximalanzahl an Crocs, die bei mir sein können, ob das jetzt erhöht wurde. Oder ob bei jedem Move, wo Crocs erscheinen, mehr Crocs erscheinen. Aber nicht die Maximalanzahl erhöht wurde. Das weiß ich jetzt nicht. Nee. Okay. Großes Kabum! So, ich glaube, die Face-Kombo ist wieder ziemlich gut gegen den. So, ich sehe wieder gar nichts. So ungefähr. Jetzt ist aber... Na, fuck. Schlecht. Uiuiui. Stopp! So, einfach nochmal draufhauen. Tanzen! Wuhu! Was muss ich eigentlich machen? Ich muss die Truppen des Wächters besiegen. Okay. Aber das ist schon mal gut, dass ich den hier besiegt habe. Und ich habe wieder ein Hauptquartier. Da ist sogar zwei Hauptquartiere. Das sind beides Hauptquartiere, oder? Doch, doch quasi schon. Keiner von den beiden darf fallen. Das ist ja interessant. Okay, also Maronus soll dann auf jeden Fall hier oben bleiben. Und Sidon bleibt unten. Ja, damit ich bei beiden, frech, bei beiden einen habe. Einen Charakter, der notfalls aushelfen kann. Okay. Da ist auch schon ein etwas stärkerer Gegner drin. Ein Blitzmoblin, okay. Um den kümmere ich mich mal kurz. So, stopp. Und jetzt? So, alle Felsen droppen lassen, genau. Erstmal schon ganz gut Schaden. Es dauert halt leider Ewigkeiten, diese Kombo da zu machen. Aber wenn die funktioniert, dann kann die schon ganz abgehen. Okay. Stopp. Stopp! Und jetzt? So. Haha! Na, das dauert leider ein bisschen zu lange, die Felsen da zu erschaffen. Oder die Crocs mit den Felsen da zu rufen. Und sie dann auch noch alles zusammentreiben zu lassen. Ja, mach jetzt mal einfach einen Spezialangriff. So. Lass uns alle tanzen! Oh! Ich muss dann gleich auch noch mit Sidon gucken, dass bei ihm alles glatt läuft. Ja, die 5er Kombo wollte ich eigentlich gar nicht machen. Die ist ja so scheiße einfach nur. Obwohl doch, die hat ihr gesehen, die macht sogar sehr viel Schaden. Die hat ziemlich viel abgezogen vom Schwachpunkt. Okay. Ist sie doch gar nicht so schlecht? Vielleicht? Die sieht halt genauso aus wie die 2er-Kombo, weil er da auch so entlang fährt einfach oder entlang fliegt, wie auch immer. Aber die scheinen schon ziemlich stark zu sein, die 5er-Kombo. Okay. Muss ich dann doch noch häufiger austesten. Um Gottes Willen. Nee. Ach komm, wovon wurde ich jetzt getroffen? Schnell, halt ihn auf. Bam. Perfekt. Wovon werde ich eigentlich getroffen die ganze Zeit? Ja, okay, jetzt verstehe ich, wovon ich getroffen wurde. Aber davor wurde ich auch, ja, ich glaube von den Exalfossen. Ja doch, weil die Exalfossen schießen auf mich. Alter, ich hasse Exalfossen. Habe ich das schon mal erwähnt? Glaube ich schon. So. Bam! Sehr gut. Einfach ihn gar nicht mehr zum Angriff kommen lassen. Immer weiter draufhauen, damit dann am besten auch gleich die Beine abgehackt werden. Zack. Perfekt. Wie der Exalfoss da unten zuguckt. Oder die Exalfosse. Schnell, mach mal. Stopp, stopp, stopp. Mach lieber so. Ja, ist besser. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Siedlung ist schon echt ziemlich nice. Okay. Aber ich muss dann auch gleich in seinen Vorposten gehen. Bei dem von Maronus ist jetzt alles safe. Da wird, glaube ich, nichts mehr passieren. Aber hier bei Siedlung könnte noch was passieren bei seinen Vorposten. Ich will jetzt aber noch trotzdem den Wächter besiegen, wenn ich jetzt schon hier bin. Warum halten die Beine eigentlich so viel aus von dem? Fuck. Stopp. Okay. Aber ich habe eh gleich einen Spezialangriff auch ready. Dann kann ich den machen. Scheiße, verdrückt. So. Bam, bam, bam. Dann will ich mir jetzt eher aufheben. Ich hebe mir sogar eher auf. Für den Gegner, wer auch immer dann im Hauptquartier von mir ist. Oder in dem einen Vorposten halt. Zack. Okay, jetzt sind alle Beine weg. Oder zumindest so viele, dass er am Boden liegt. Perfekt. Ihr seid mir im Weg. Alles klar.
dann haben wir es gleich schon. Vielleicht hilft mir nichts mehr, aber es funktioniert. Anscheinend. Ich glaube, ich bin gerade hinter der Wand irgendwie. Oder nicht hinter, aber ich bin nah an der Wand und der Wächter drückt mich gegen die Wand. Deswegen sehen wir gerade etwas wenig. Aber es hat ja funktioniert. Sehr interessant. Sag mal, Rubus kämpft schon gegen den anderen Typen. Ja, und Silo muss jetzt ganz kurz mal abchecken, dass da im Hauptquartier auch wirklich alles safe ist. So. Okay. Und los. Seht, wozu ich fähig bin! Bam! Nice. Stopp. 1, 2, 3, 4, 5. Und bam, 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 bam! Sehr schön. Dann nochmal eine Vierer-Kombo hinterher. Zack. Na ja, verdammt, das war. Doch, das hat funktioniert, genau. Das hält auch wirklich sehr lange an, sein Wirbelsturm. Deswegen hat er wirklich eine sehr gute Chance, den Schwachen von dem Gegner hervorzulocken. Das ist echt nice. Weil bei vielen anderen Charakteren ist es relativ schwierig, finde ich. Also teilweise zumindest. Vor allem gegen Leunen und sowas. Den Schwachpunkt mit so einer Attacke hervorzulocken, die das eigentlich kann. Aber Sigmar hat da eigentlich keine großen Probleme. Weil sein Angriff da einfach ewig lang anhält, dieser Wassertornado da. Und der halt die ganze Zeit den Schwachpunkt hervorlocken kann. Deswegen hat er da wirklich gute Möglichkeiten. Also wie gesagt, Sigmar ist echt richtig cool. Okay. Bam, 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 bam. Zack. Oder hier bei der 5er-Kombo ja auch irgendein... Na, jetzt muss ich aber ausweichen. Irgendein Schlag von der 5er-Kombo bewirkt ja auch, dass der Schwachpunkt sichtbar wird. Das ist schon ziemlich nice. Zack. Stopp. Genau, dann noch mit Stasis am besten kombinieren. Und dann kann er echt total übertreiben und richtig abgehen. Bam. Sehr gut. Boah, so viele Gegner hier. Ich will eigentlich nur den da hinten besiegen. Hinox ist das, okay. Ja, ich muss mir jetzt, wenn ich jetzt gegen den Hinox kämpfe, wird der Moblin auch wahrscheinlich gleich herkommen. Ich muss jetzt fast den auch noch schnell kalt machen. Aber ist ja auch kein Problem. So, zack. Okay, stopp. So, jetzt haben wir es gleich. Und dann der Hinox wird auch kein Problem. Na komm, okay. Ja. So. Der Sieg ist mein. Hallo. Und nochmal hallo. Seht, wozu ich fähig bin. Bam. So, stopp. Ja, ich hätte ein bisschen später machen sollen. Mein Spezialangriff, egal. So, wunderbar. 1, 2, 3, 4. Gefällt's euch? Schnell. Ja, komm. Mann, manchmal bin ich ein bisschen zu langsam. Das nervt mich ein bisschen. So, jetzt aber. Zack. Im nördlichen ist jetzt wieder einer, okay. Aber das ist nur ein Monster und ich war da ja gerade mit Maronus und habe die davor besiegt. Ich glaube nicht, dass jetzt dieser eine Gegner da so viel Ärger machen kann im Hauptquartier. Oder in meinem Vorposten, das glaube ich nicht. Weil Maronus ist ja auch schon bei seinem Gegner, den er besiegen soll. Ach komm! Wie ist denn das wieder passiert eigentlich? Ach nee, Maronus hat sogar zwei Gegner bei sich. Ja, okay. Ja, ich werde dann einfach mit Maronus eben noch die beiden bekämpfen. Und ich glaube nicht, dass mein Vorposten da oben fällt. Das dürfte passen. So, okay, aber ich will jetzt den Hinox hier schnell bekämpfen, weil ich mich blöd anstelle gegen den. Deswegen, zack. Seht, wozu ich fähig bin. Keine Gnade. Bam. So, nochmal Stopp. Okay, noch ein bisschen draufhauen. Und stirb. Okay, gut. So, dann Maronus. Zwei silberne Mobs, okay, das geht aber eigentlich. Geh halt raus hier, Maronus. Stopp. Ja, jetzt habe ich keine Quads dabei, leider. Muss mal gleich welche holen. Fuck. Mach einen Spezialangriff, komm. Lass uns alle tanzen. Beim Spezialangriff holt er sich ja auch Quads dazu. Oho. Ich sehe wieder überhaupt nichts mehr. Alter, wo bin ich eigentlich? Bam. Immer solche komischen Orte mit dem Dach oder sowas. Wie jetzt hier, wegen dem Gegnerlager. Da spinnt die Kamera komplett. Da checke ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin. So, ja, das ist mir egal. Aber das ist übrigens gar nicht ein Gegner, den ich besiegen soll, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber wen denn dann? Ist oben beim Gegnerlager noch einer? Muss ich da mal nachgucken. Aber das ist... Nee, den soll ich gar nicht besiegen. Doch, doch, es war schon einer, okay. Alles klar. Oho, passt. Genau, und ich musste auch nicht mehr in meinen Vorposten im Nördlichen reingucken.
weil ich einfach die Mission schnell genug abschließen konnte. Okay. Ja, die war auch nicht so einfach, finde ich. Also gab es auch schon schwierigere, aber gab auch schon leichtere. Ich meine, ich bin ja deutlich drüber vom Level her und habe auch ziemlich starke Waffen. Und wenn man das bedenkt, dann war sie schon nicht so einfach, die Mission. Okay, aber dennoch haben wir es geschafft. Wunderbar. Aber ich glaube, da können wir noch eine machen. Ich habe mich gerade schon gewundert, ja, bei der Sequenz mit dem Turm war Blutmond. Blutmond-Schlachtfelder. Die Nacht des Blutmondes, wenn Gens Magie am stärksten ist. Wagst du es, in extrem harten Schlachten gegen noch mächtigere Gegner anzutreten? Das ist ja interessant. Also, ich kann jetzt das hier machen und jetzt ist es noch schwieriger. 61 wird da empfohlen. Jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich irgendwas Tolles, wenn ich das mache? Das will ich mal noch nicht machen. Das mache ich bald. Vielleicht im nächsten Part schon, weil das würde mich interessieren. Aber jetzt heute nicht mehr, weil das ist jetzt ein bisschen zu aufwendig. Jetzt diese Schlacht da, die erste Hauptschlacht nochmal neu zu machen. Ich würde das eh nicht ganz mit euch gemeinsam spielen. Aber die Frage ist halt, ob man da irgendwas Besonderes bekommt dafür. Ob sich das dementsprechend lohnt, das zu machen. Ich meine, die Gegner haben ein höheres Level. Allein deswegen werde ich halt mehr Erfahrungspunkte von ihnen erhalten. Und so. Aber wenn das wirklich der ganze Grund ist, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ja, das lasse ich erstmal noch. Da können wir auch austesten, ob jetzt nach einer weiteren Schlacht der Blutmond noch da ist oder ob der dann verschwindet. Eigentlich müsste er verschwinden. Weil ja immer ein neuer Tag anbricht, wenn ich, oder halt ein bisschen Zeit vergeht, wenn ich eine Mission mache. Ja, gucken wir mal. Mache ich dann beim nächsten Mal wahrscheinlich, wenn es da noch da sein sollte. Okay. Aber erstmal jetzt noch ein bisschen mehr upgraden. Nochmal eine andere spezielle Charakteraktion. Mifa hätte ja auch zum Beispiel ihre. Ja. Ja, oder auch nicht. Verdammt. Rivali könnte es machen, ja. Das alte Lied und der reisende Schütze. Dieses Lied ist unter den Orni überliefert. Das Herz des Turms schläft so fest, dass nur Feuer es erwachen lässt. Rivali möchte dem Reisenden, der es zu entschlüsseln versucht, helfen. Da-dum. Es scheint funktioniert zu haben. Der Reisende schoss einen Pfeil durch das von Rivali entzündete Feuer, löste so das Rätsel um das alte Orni-Lied und erhielt ein Buch über die Geheimnisse der Bogenkunst, das er Rivali gab. Da-da-dum. Füge in der Luft deinen Gegnern Schaden zu, indem du sie von Wind umtosen lässt. Wie? Verstehe ich nicht. Füge in der Luft Schaden zu, indem du sie von Wind umtosen lässt. Okay, also wenn ich fliege, dann kommt einfach automatisch Wind. Und der macht Schaden. Wenn ich einfach nur vorbeifliege an Gegnern. So deute ich das jetzt. Aber muss ich gleich auschecken in einer Kampfmission, was das genau zu bedeuten hat. Okay, wir schauen mal kurz. Und zwar... ja, ich könnte zum Beispiel das hier machen. Koga ist da zwar auch dabei, den muss ich nehmen sogar, aber ich darf den anderen Charakter frei wählen und dann nehme ich da einfach Rivali. Ja, machen wir das. Freu dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Mach mal ihn auch mal nackig. Warum nicht? Aber er hat immer noch sehr viel an. Er hat sogar einen anderen Schal einfach. Das ist ja interessant, wenn man ihm den auszieht, dann zieht er einfach einen anderen Schal an. Daruk war einfach komplett nackt. Dem war das egal. Naja, okay, ich werde es bald wieder anziehen, weil ich finde, die Recken sind viel schöner, wenn sie halt ihren Reckenschal anhaben. Aber ich will mal einfach jedes Kostüm zeigen, deswegen werde ich es mal immer ausziehen. Okay, dann machen wir die auch noch und ja, los geht's. Und ich will jetzt erstmal, wenn es geht, mit Rivali spielen. Rivali! Ja, wenn ich einfach nur entlang fliege... Dann schaffe ich ein bisschen, Wind und der macht Schaden. Minimal. Aber das ist trotzdem ziemlich gut, weil man will mit Rivali ja auch oft in der Luft sein. Und wenn ich einfach nur in der Luft bin in der Nähe von Gegnern, nehmen die halt dauerhaft ein bisschen Schaden. Nicht viel, aber ein bisschen was wenigstens. Also das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. So. Bam. Wunderbar. Auch auf den Schwachpunkt macht das bestimmt nicht viel Schaden. Aber vielleicht reicht es, wenn der Schwachpunkt da ist, um da halt ein Fragment zumindest brüchig zu machen. Was manchmal den Unterschied machen kann, ob der Schwachpunkt dann ganz weg ist oder nicht. Also ist jetzt nichts mega krasses oder so, diese Verstärkung dieser Charakteraktion von ihm. Aber es ist auch gegen kleine Gegner recht gut, weil die können halt nichts machen dagegen. Tut mir fast ein bisschen leid. Werden durch die Gegend gewirbelt, die Exile-Fosse, und können sich halt nicht wirklich wehren. Und deswegen sind kleinere Gegner nicht mehr so schlimm. Ich meine, kleine Gegner sind meistens eh kein Problem, ja. Aber können halt manchmal ein bisschen nervig sein, vor allem Exalfosse oder so. Aber da hat er halt jetzt dann auch keine Probleme mehr. Rivali. Das ist schon ziemlich gut. Das war jetzt übrigens schlecht, dass ich da zu früh gedash-cancelt habe. Weil man sollte immer noch mit ihm selber die Bogen oder die Pfeile verschießen lassen.
Aber das passt schon. So, Bombe. Bam. So, und stirb. Nicht wohl. So, die anderen darf mal Koga aber machen. Na gut, wird gemacht. Na gut. So. Stopp. Es bringt ja gar nicht so viel bei ihm Stasis. Weil er nicht vor Stash kämpfen kann. Aber macht trotzdem ein bisschen Schaden. Aber Bombe ist bei ihm sinnvoller, finde ich. Weil sein Bombenmodul ist ja ziemlich gut. So. Gleich kracht's. Come on. Genau, es zieht einiges ab. Zack. Autsch! Ich hab's geschafft! Ich liebe seine Stimme. Das ist so sehr. Das ist so cool. Ah, halt. Kann er eigentlich drüber fliegen? Ich glaube nicht, ne? Erzählt das als Fliegen? Warte mal. Nee, natürlich nicht. Okay. So. Hui! Schön langlaufen, noch ein bisschen Spezialangriff auffüllen währenddessen. Besser. Bam, sogar die Schleimis vielleicht ausnutzen. Zack, perfekt. Kann losgehen. Das dürfte jetzt ausreichen. Bam. Und stirb. Na komm. Hallo, ja, ich bin eingeeist. Warum eigentlich? Achso, ach nee, nee, meine Leiste war voll. Mann, ich hab's wieder nicht gecheckt. Aber wenn die Kamera auch so doof ist, ich hab's nicht gesehen. Aber ich hätte jetzt den R drücken müssen. Egal. Lieber rocken, okay. Ja, Rivali kommt bitte auch und hilft. Okay. So. Genau, stimmt. Ich habe übrigens auch über Koga etwas gelernt, wo ich mit ihm offscreen ein bisschen gespielt habe. Was ganz, ganz komisch ist. Wenn er sein Bombenmodul macht, kommen ja so ungefähr 10 Bomben raus oder so. Die halt dann explodieren. Das ist ganz cool. Wenn man einen Spezialangriff einsetzt und direkt danach setzt man das Bombenmodul ein, dann kommen viel mehr aus irgendwelchen Gründen. Ich muss mal ein bisschen daneben, dass man sehen kann. Ja, jetzt hat es doch nicht funktioniert. Verdammt nochmal. Ich habe es aber extra so ausprobiert. Da hat es bei mir immer geklappt. Ich weiß auch nicht genau, woran das lag. Aber ich habe das da hinbekommen, dass viel mehr Bombenmaschinen sind als normalerweise. Irgendwie 20 oder 30. Also doppelt oder dreifach so viele. Wie normalerweise. Und ich habe das irgendwie geschafft, immer nachdem ich einen Spezialangriff eingesetzt habe, direkt danach. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Weil das sind wirklich sehr viele. Das kann auch ziemlich gut den Schwachpunkt dann runterhauen, wenn man das schafft mit ihm. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Ich glaube einfach nur einen Spezialangriff. Warte mal kurz, ich will das mal kurz austesten. Moment. und dann direkt danach, nach dem Spezialangriff halt, das Bombenmodul einsetzen. Das hat da funktioniert eigentlich. Glaube ich. Ja, jetzt müsst ihr aber ein paar mehr Gegner hier finden. Ich muss vor allem gleich wieder meinen Laser machen. Ah, nee, muss ich nicht mal, okay. Aber jetzt hier vielleicht. Ich will das nochmal einmal ausprobieren. Ich habe auch noch genügend Zeit, weil der Ivarok hat gar nicht viel ausgehalten. Der Bardi ist auch noch da. Der kann den auch leicht platt machen. Wird bei der Zweier-Kombo nicht die Leiste aufgefüllt? Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wird auch aufgefüllt. Hm. Aber warum finde ich jetzt keine kleinen Gegner mehr? Ich will das austesten, verdammt nochmal. Ja, toll. Gegen keinen Gegner den Lichtstrahl einsetzen, ist auch gut. Egal, das könnt ihr auch mal selber austesten, wenn ihr wollt. Ich habe das hinbekommen, irgendwie. Die Jäger sind ja... Genau, aber hier sind Exalfisser noch. Ich habe das da irgendwie hinbekommen. Da viel mehr Bomben rausgelassen. Direkt nach dem Spezialangriff halt. Und das kann dann wirklich ziemlich, ziemlich gut den Schwachpunkt runterzocken. Aber ich schneide mal ganz kurz und guck, ob ich noch einen Spezialangriff voll bekomme. Moment. Okay. So, ich habe voll. Jetzt wartet mal nochmal. So, Spezialangriff und dann direkt danach Bombenmodul. Er zittert vor mir! Oder vielleicht geht das auch nur in bestimmten Missionen oder so, ich weiß es nicht. Doch, jetzt kommen viel mehr. Habt ihr gesehen? Weil selbst, weil normalerweise kommen halt diese 10 und dann hört es auf. Aber jetzt kamen, bis er sie explodieren hat lassen, kamen dauerhaft welche. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt und wie man das vielleicht gezielter noch einsetzen kann. Aber wenn man seinen Spezialangriff einsetzt und man wirklich direkt danach das Bombenmodul macht, dann kommen da viel, viel mehr als normalerweise. Und das kann man durchaus zu seinem Vorteil benutzen. Weil wenn man einen Spezialangriff auf einen großen Gegner macht, ist der Schwachpunkt ja sichtbar. Und dann haut man da einfach das Bombenmodul rein. Und das haut dann eben ziemlich viel vom Schwachpunkt weg, weil da so viele Bomben kommen. Also hat durchaus da einen ganz guten Nutzen. Ich weiß nicht, ob man das auch noch irgendwie anders hervorrufen kann, dass er so viele Bomben raushaut. Wenn es noch geschickter ginge, weil man hat halt nicht immer einen Spezialangriff ready. Was? Wie war das kein Treffer eigentlich? Oder nur am Ende? Na egal. Man hat halt nicht immer einen Spezialangriff ready. Deswegen, wenn es noch gezielter ginge, wäre es noch besser. Aber, keine Ahnung. Ist so oder so ganz lustig. Und wollte ich mal zeigen. Okay.
Yay. Gut, aber die Mission, die war eigentlich ziemlich einfach. Ich habe ja so viel Blödsinn gemacht und trotzdem noch genügend Zeit gehabt. Das war also wirklich kein Problem. Kann Rivali da eigentlich drüber fliegen? Nee. Schade. Yay. So, Level Up sogar noch für Rivali. Wunderbar. So, Waffen und Materialien. Yay. Der Blutmond ist auf jeden Fall immer noch da. Okay, aber der wechselt tatsächlich. Das ist ja äußerst interessant. Jetzt ist er hier und da wird 69 sogar empfohlen. Okay. Kommt das übrigens nur mir so vor? Das soll ja den Blutmond darstellen. Das sieht aus wie ein Gesicht irgendwie. so ein bisschen. Ich weiß nicht genau von wem oder von was, aber für mich sieht das irgendwie so ein bisschen aus wie ein Gesicht, wo halt von der einen Seite man nur den Schatten quasi sehen kann. Das sieht voll aus wie ein Gesicht für mich. Egal. Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Beim nächsten Mal werde ich dann mal eine von diesen Blutmond-Missionen austesten. Vielleicht einfach gleich diese hier. Ich bin zwar unter dem empfohlenen Level, aber Impa hat zum Beispiel mehr, also hat 70 mindestens hat sie. Deswegen sie ist da drüber. Und ich glaube, Link vielleicht auch noch, weiß ich gerade nicht sicher. So oder so, ich will die mal austesten, weil ich wissen will, was da passiert. Die Gegner werden einfach schwieriger sein, ja. Aber kommen auch andere Gegnerarten vor oder nur dieselben und die halten einfach mehr aus? Gibt es irgendwelche extra Belohnungen, wenn ich das schaffe? Das will ich alles beim nächsten Mal dann herausfinden. Okay, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.